Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 mit dem FC Liverpool. Ja, heute steht das alles entscheidende Spiel in der Barclays Premier League an. Der 36. Spieltag, 3 Spiele sind es noch und heute müssen wir gegen den Tabellenführer, gegen den FC Chelsea landen. Kurzen Blick auf die Tabelle, wir sehen schon, 3 Spiele sind es noch, 5 Punkte haben wir Rückstand gegen den FC Chelsea. Das bedeutet, sollten wir verlieren, ist der FC Chelsea englischer Meister. Sollten wir ein Unentschieden rausholen, haben wir 5 Punkte Rückstand, das heißt Chelsea müsste die letzten 2 Spiele verlieren, wir müssten 2 Spiele gewinnen. Dann wären wir Meister, aber da glauben wir jetzt mal nicht so dran. Wenn wir gewinnen sollten, dann sind wir bis auf 2 Punkte dran und dann geht es in die letzten 2 Spiele, das wäre unglaublich spannend. Ja, das sind so die Voraussetzungen und jetzt gehen wir rein ins Spiel. Wir spielen in London an der Stamford Bridge, das heißt, wir spielen in unserem Heimtrikot. Der FC Chelsea ebenfalls. Tornius, schalten mal an. Ja gut, Platz 2 ist ja uns eigentlich relativ sicher, deswegen beachte jetzt die anderen Spiele nicht. Ich will unbedingt bei Sonnenschein spielen, weil wir einfach schönes Wetter haben. So, jetzt geht's aber gleich los. Kurzen Blick auf die Aufstellung. Ich habe das Beste reingeschmissen, was ich zu bieten habe. Adam Lallana ist endlich wieder fit, war ja für 8 Wochen, glaube ich, außer Gefecht. Ist heute auch gleich wieder in der Startaufstellung. Ja, die beste Mannschaft, was ich so auf den Platz bringen kann, ist heute auf dem Platz. Daniel Sturridge und Mario Balotelli als Stürmer. Und jetzt geht's los. Das entscheidende Spiel. Wer wird Meister? Vielleicht wissen wir das heute nach dem Spiel. Der FC Chelsea gegen den FC Liverpool. Los geht's. Und damit herzlich willkommen hier an der Stamford Bridge zum Topspiel zwischen dem Tabellenführer, dem FC Chelsea London, und dem Tabellenzweiten, dem FC Liverpool. 3 Tage vor dem Ende der Saison gibt es nochmal das Topspiel Chelsea gegen Liverpool. Beide Teams trennen 5 Punkte, aber der FC Liverpool glaubt noch an das Wunder. Sie wollen es noch irgendwie packen, aber es wird natürlich unglaublich schwer gegen den FC Chelsea. Ja, der FC Chelsea, wir können uns noch an die Hinrunde erinnern. Damals ging das Spiel im Anfield Stadium 0:0 in Liverpool aus. Das war aber eine sehr starke Leistung vom FC Chelsea. Also da hat der FC Liverpool wirklich Glück gehabt, dass sie da nicht verloren haben. Aber heute soll das anders werden. So, jetzt schauen wir erstmal die Aufstellung vom FC Chelsea an. Edinson Cavani ist vorne mit Oscar. Okay, ich muss sogar an die Aufstellung ein bisschen gewöhnen. Diego Costa nur auf der Bank. Schaller ist mit dabei und im Tor ist Petr Cech. Okay, ist alles ein bisschen verwurschtelt heute anscheinend. So, hier sehen wir also auf jeden Fall die Aufstellung vom FC Liverpool. Das Beste, was sie zu bieten haben. Top-Torjäger in der Barclays Premier League. Mario Balotelli mit 19 Toren heute auf dem Platz. Außerdem natürlich auch Daniel Sturridge, Munein, Raheem Sterling, Steven Gerrard. Oh ja, das wird ein Hammerspiel werden. Oscar, hier sehen wir ihn. Gab viel Spekulation in ihm in der letzten Zeit, aber das wird heute alles Nebensache sein. Er will heute die Meisterschaft für den FC Chelsea perfekt machen. Mit einem Sieg wäre das der Fall. Da wäre der FC Chelsea englischer Meister. Hier sind wir Cavani. Spielt anscheinend jetzt gerade für Chelsea. In Wirklichkeit spielt er für Paris Saint-Germain. So, hier ist ja Martin Skrtel. Wichtige Innenverteidiger heute neben Sakho. Mark Clattenburg leitet diese extrem wichtige Begegnung heute. Die Stamford Bridge ist restlos ausverkauft und jetzt geht's los. Liverpool gegen Chelsea. Sehen wir heute den neuen englischen Meister oder wird die Entscheidung auf ein anderes Spiel, auf einen anderen Spieltag vertagt? Der FC Liverpool, sie glauben noch an das Wunder. Es wäre natürlich unglaublich, diese Aufholjagd. Sie waren ja wirklich schon mal 8 Punkte hinter dem FC Chelsea. Haben jetzt die Chance, bis auf 2 Punkte ranzukommen, wenn sie heute gewinnen sollten. Das wäre unglaublich. Das hätte wirklich was Historisches natürlich. So, jetzt Sakho am Ball. Sakho weiter geht zu Munein. Oh, der Ball wird durchgelassen von Moreno. Munein holt den Einwurf raus. Und sucht jetzt erstmal den Mitspieler. Ganz hinten, da findet er Sakho. So, Sakho gegen Cavani. Er muss jetzt Sakho ein bisschen aufpassen, macht er aber gut. Jetzt Munein und dann verlieren sie den Ball. Ja, Chelsea weiß natürlich selber um sich Bescheid. Sie wissen, der FC Liverpool will heute unbedingt gewinnen, deswegen werden sie wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf Konter spielen. Das ist schon bei der Mann in die Mitte zu Steven Gerrard. Steven Gerrard zu Balotelli. Balotelli, Balotelli! Und Petr Cech fangt den Ball vor dem Eckball ab. Balotelli mit der ersten ganz großen Chance für den FC Liverpool, aber ja, war nichts. Jetzt kommt der FC Chelsea. Natürlich, die wissen, sie sind Tabellenführer, sie haben 5 Punkte Vorsprung. Sie müssen jetzt hier heute nicht unbedingt auf Sieg spielen. Sie haben noch 2 Spiele, wo sie die Meisterschaft perfekt machen können.
Und jetzt kommt Ivanovic. Ivanovic, schön gemacht von Sakko, stört ihn der effizient und holt den Einwurf raus. Also Liverpool ist hier auf jeden Fall von Anfang an aufmerksam dabei. Das müssen sie auch. Und kommen wir Steven Gerrard. Gerrard, weiter geht's wieder zu Muniain. Gegen Ivanovic. Lässt er Ivanovic stehen. Jetzt Muniain. Ivanovic kommt da nicht hinterher. Muniain jetzt mit viel Platz. Muniain, spitze Winkel. Muniain probiert es trotzdem gegen Cech. Und Cech, oh, das war ein bisschen kritisch. Kann erst dem Nachfassen den Ball sicher parieren. Und bringt den Ball jetzt wieder mit dem weiten Abschlag ins Spiel zurück. Cavani verliert den Ball aber sofort im Kopfballduell. Weiter geht's zu Adam Lallana. Schön angenommen, Adam Lallana. Jetzt wieder auf dem Flügel zu Muniain. Muniain zu Adam Lallana. Lallana, ah, schade. Und dann ist Gary Cahill dazwischen. Jetzt kommt Cavani. Edison Cavani zu Oscar. Oscar zu Mohamed Salah. Und jetzt zu Ramirez. Ramirez wieder zurück zu Salah. Ramirez. Jetzt kommt Chelsea. Ein bisschen Kombinationsspiel. Aber Sakho ist dazwischen. Und Liverpool hat den Ball wieder. Also bis jetzt ist Liverpool die bessere Mannschaft in diesen ersten 15 Minuten. Aber bis jetzt haben wir noch kein Tor gesehen. Weder von Chelsea noch von Liverpool. Muniain wird ja erstmal gestoppt. Und Chelsea kommt schon wieder. Die Blues geben Gas. Über Matic. Matic zu Ramirez. Ramirez sieht außen als Piquelta. Der gegen Raheem Sterling. Klasse gemacht von Sterling. Und dann erstmal der weite Ball nach vorne. Aber kommt sofort zurück über Cavani. Edison Cavani. Weiter geht's zu Oscar. Schön gespielt mit Desfrey. Matic. 1 zu Chelsea. Da ist das Tor aus dem Nichts für den FC Chelsea. Matic macht das 1 zu 0. Erster Torschuss. Da ist die Innenverteidigung offen. Cavani zu Oscar. Oscar zu Matic. Die Verteidigung kommt nicht ran. Das ist bitter. Matic macht das perfekt. Leno ohne Chance. Und da ist die Führung für den FC Chelsea. Das würde bedeuten, der FC Chelsea wäre momentan Meister in England. Sie wären momentan tatsächlich englischer Meister. Erster Torschuss, erste Aktion von Chelsea. Die sieht bitte seit 20 Minuten nichts gemacht haben einfach. Liverpool hatte alles im Griff. Und dann einmal kommt der Ball durch. Und dann, das ist die Kaltschnäuzigkeit vom FC Chelsea in dieser Saison, die sie wahrscheinlich zum Titel führen wird. Das ist bitter natürlich für den FC Liverpool. Die waren heute das bis jetzt viel bessere Team. Hatten die Chancen selber, müssen natürlich selber das 1-0 machen und machen es nicht. Und Chelsea bestraft das. Chelsea bestraft das auch eiskalt. Und jetzt Balotelli kommt schon. Balotelli kommt nicht ran. Eieiei. Und jetzt natürlich, der FC Chelsea ist auf perfektem Weg hier heute Meisterschaft feiern zu dürfen. Jetzt kommt da schon Muniain. Muniain verfolgt von Cavani, wird weggedrückt. Wird weggedrückt. Konterchance für den FC Chelsea über Oscar. Oscar legt zurück zu Matic, der zum Torschützen ist. Mohamed Salah. Salah wieder zu Oscar. Oh, der Ball läuft jetzt richtig gut. Jetzt kommt Chelsea ins Rollen. Salah. Mohamed Salah mit der Chance. Legt. Oh, wunderschön zurückgelegt. Riesenchance. Leno ist dran. Der Ball ist noch richtig gefährlich. Und Leno hat ihn. Tiefes Durchatmen beim FC Liverpool. Aber jetzt kommt Daniel Sturridge. Vielleicht jetzt mal seine erste Chance. Heute ist jetzt noch relativ untergetaucht. Probiert, er muss jetzt abbrennen so langsam, sucht jetzt die Mitspieler, findet bis jetzt noch keine, na schade, läuft keiner so richtig mit, ganz außen wäre jetzt Muniain, den findet jetzt auch, und der beim Abseits, komm schon, Muniain läuft ins Abseits, da hätte der Pass kommen sollen, aber der kam viel zu spät, ja, Freistoß für Chelsea, oh, ein bisschen riskant gemacht, und dann fliegt der Ball auch direkt ins Aus. Und es gibt Einwurf für die Gäste aus Liverpool. Sie brauchen hier 2 Tore. Sonst ist die Meisterschaft dahin. Und das will der FC Liverpool nicht, dass die Meisterschaft weg ist. Einwurf wieder mal für den FC Liverpool, wieder über Steven Gerrard. Da kommt Balotelli, nimmt den Ball an. Balotelli spielt erstmal zurück zu Moreno. Moreno, oh, das ist ein riskanter Ball zu Skrittl. Skrittl, weiter geht's zu Johnson. Und jetzt so rein Sterling. So, jetzt Sterling. Sterling kommt da durch, gut durch, aber dann bleibt er hängen. Nee, da ist kein Durchkommen bis jetzt beim FC Chelsea. Also jetzt wird es richtig hart. Und jetzt kommt Oscar. Oscar, der läuft ja schon mal jedem davon. Oscar, da kommt Skrittl nicht hinterher. Versucht mit der Grätsche. Steven Gerrard versucht mit der Grätsche. Da kommt keiner hinterher. Jetzt die Chance zur Flanke, die kommt nicht durch. Johnson ist dazwischen. Wichtig in dieser Situation, dass da Johnson reinkommt. Dann, oh, Adam Lallana für den Ball gegen Oscar. Oscar bekommt nochmal die Chance, aber Bandino ist da. Der FC Liverpool muss hier so schnell wie möglich den Ausgleich machen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn der FC Chelsea
Sie stehen gut. Sie sind zurecht. Tabellenführer. Jetzt kommt Balotelli. Der hat jetzt noch ein bisschen Platz. Balotelli im Strafraum. Balotelli! Ja, dann ist es ein bisschen aus Verzweiflung, aus so einer Situation zu schießen. Ja, beim nächsten Mal muss der FC Chelsea gegen in West Brom ran. Und dann vielleicht schon als neuer englischer Meister. Oder vielleicht schafft es hier der FC Liverpool. Ein 1:1 würde ja noch nicht zur Meisterschaft rein für den FC Chelsea. Da hätte der FC Liverpool noch eine Minimalchance. Ja, dazu müsste der Liverpool beide Spiele gewinnen, die restlichen. Und der FC Chelsea beide verlieren. Sonst ist auch so der FC Chelsea Meister. So, Ivanovic und Muniain den Ball ab. Und schon wieder der nächste Ball. Cavani gegen Leno. Gut gemacht von Bandino. Stark gemacht, reagiert perfekt. Einwurf gibt es trotzdem für den FC Chelsea. So, jetzt Ivanovic weiter. Oh, und da kommt Muniain nicht ganz dazwischen. Oscar wieder mal. Oscar macht heute ein starkes Spiel. Hat noch das 1:0 vorgelegt. Jetzt zu Hazard. Hazard macht heute kein gutes Spiel. Jetzt sehe ich schon wieder Matic im Strafraum. Wieder weitergelegt zu Schaller. Und dann ist der Ball erstmal raus. Aber sofort wieder zurück über Matic. Matic wieder zu Eden Hazard. Eden, wohin? Dann geht der Ball wieder in die Mitte. Chelsea spielt jetzt gerade ziemlich gefährlich um und an den Ball. Bei Ballverlust hätten wir jetzt natürlich die Chance bekommen. Matic kann nicht vorbeigetrennt werden. Jetzt riesen Kuddelmuddel. Und dann Bernd Leno. Irgendwie kann er den Schuss halten. Unglaublich. Unglaublich. Die Konterchance vielleicht für den FC Liverpool. Raheem Sterling, aber Chelsea steht hinten nochmal drin. Jetzt Adam Lallana und dann ist das nichts. Chelsea ist so gut bis zu diesem Zeitpunkt. Sie stehen hinten brillant. Und vorne geben sie jetzt auch mal Vollgas. Cavani, weiter geht's zu Oscar. Wunderschön, Oscar, nächste Chance. Oscar. Zieht nochmal zurück. Oscar legt zurück zu Mohamed Schaller. Schaller zu Ramirez, der einen Bombenschuss. Zeigt ihn aber nicht. Matic, wieder zu Ramirez, wieder zu Matic. Matic, wohin? Und zu Schaller und da ist der Ball schon mal raus. Puh, und dann ist Halbzeit. Chelsea ist gut. Chelsea ist richtig stark. Ja, führt auch zurecht mit 1:0. Ja gut, was heißt zurecht? Bis zur 20. Minute haben wir nichts von Chelsea gesehen. Jetzt haben sie zum Schluss nochmal richtig Tempo angezogen. Schweres Spiel für den FC Liverpool. Sehr, sehr schweres Spiel. Matic mit dem 1:0 in der 20. Minute. Das würde bedeuten, wir sehen hier den neuen englischen Meister, dem FC Chelsea. Aber wir haben noch eine zweite Halbzeit. Wer weiß, vielleicht geht ja noch was. So, Steven Gerrard ist schon ziemlich am Ende. Dann werde ich sagen, Ricky Lambert hat mir beim letzten Mal viel Glück gebracht. Dann ziehe ich Daniel Sturridge zurück und zu Steven Gerrard raus. Und Ricky bekommt seinen Einsatz. Er hat mir beim letzten Mal echt viel Glück gebracht, der Joker. Vielleicht ist er jetzt auch die richtige Lösung. Zweite Halbzeit geht los. Der FC Chelsea hat Anschluss. Der FC Liverpool legt hier mit 1:0 zurück, dank Matic. Und sie brauchen hier mindestens den Ausgleich. Sonst ist die Meisterschaft dahin. Obwohl auch beim Ausgleich aber die Meisterschaft schon sehr, sehr unrealistisch ist. Aber wer weiß. So, jetzt erstmal die nächste. Der Raheem Sterling. Sterling verfolgt von Eden Hazard. Hazard ist natürlich auch blitzschnell, der Spiel. Aber Sterling ist momentan noch ein bisschen schneller. Sterling macht das gut. Jetzt Raheem Sterling. Komm schon. Sterling gegen die Abwehr. Raheem Sterling. Sterling im Strafraum. Und dann nimmt Eden Hazard ihn den Ball ab. Das wird ein schweres Spiel. Das wird sehr, sehr schwer, hier noch einen Punkt mitzunehmen für den FC Liverpool. Jetzt erstmal Einwurf wieder für die Gäste. Adam Lallana mit dem Eckball und mit der Flanke. Oh, die geht durch. Jetzt kommt schon Balotelli. Und dann springt doch nicht am Ball vorbei. Balotelli. Unglaublich. Pech und jetzt die Konterchance für den FC Chelsea. Aber Cavani wird vorbeigetrennt. Per Foulspiel, deswegen Freistoß. Sie wollen ihn schnell ausführen. Da muss Liverpool ein bisschen die Anspielstation jetzt zustellen. Machen es gut. Dauert ein bisschen länger. Freistoß nun für den FC Chelsea. Jetzt Matic. Ja, da geht es zu Mohamed Salah. Dann wieder zu Matic, dann wieder zu Salah, wieder zu Matic. Nächste Chance. Und wieder ist Bandino da. Also Bandino zeigt sich halt von seiner besten Seite. Und jetzt kommt schon Muniain. Muniain voll im Lauf. Muniain, komm schon. Nimmt hier Balotelli mit. Balotelli sieht Ricky Lambert. Und er sieht unten Adam Lallana. Jetzt Adam Lallana. Komm schon, Lallana. Das sind zu viele. Dann sind es wieder mal zu viele. Ja, das ist ein schweres Spiel. Das ist ein wirklich schweres Spiel. Was soll man machen? Das ist die große Frage. Was tun? So, nächster Wechsel. Ramirez geht und Cesc Fabregas kommt. Das ist natürlich auch sowas. Hat man den Ramirez, einen wirklich klasse Spieler auf dem Platz und kann dann nur so einen Wälzer wie Cesc Fabregas bringen. Sollen den Kader haben wir halt nicht beim FC Liverpool.
Und jetzt die nächste Chance. Oh, gut, dass der Moreno noch vor Cavani hinkommt, weil sonst wäre in der Mitte, ich glaube, Oscar war es wieder komplett frei gewesen. Alter, Lallana kommt. Lallana, weiter geht's zu Johnson. Glenn Johnson verfolgt von Mohamed Salah. Salah, oh, V-Spiel. Schiri, jetzt pfeift auf ein V-Spiel. Das gibt's doch nicht. Der zieht mich da Vollgas um. Und es gibt einfach kein V-Spiel. So, wir tun Skrüttel raus. Und bringen für ihn den Dani Sturridge, ziehen wir zurück. Skrüttel tun wir ganz raus und bringen für ihn Joey Allen. Der geht jetzt ja auf sehr offensiv. Dann wird nämlich Dani Sturridge jetzt auch mitstürmen. So, das Skrüttel muss raus. Schüttelt nur den Kopf. Joey Allen kommt. Und jetzt natürlich auf volle Offensive schalten. Um das Ding hier noch irgendwie zu drehen. Es wird schwer. Es wird zweifellos extrem schwer. Aber Liverpool darf den Glauben nicht verlieren. Beim letzten Mal haben sie es auch geschafft, zurückzukommen nach einem 1-0 Rückstand. Und vielleicht schaffen die das heute auch. Schön gemacht hier von Matic, aber Joey Allen holt sie mal. Jetzt Adam Lallana. Außen, da startet Reimstein. Schöner Ball zu Sterling. Verliert das Kofferduell. Das sind halt dann die Momente, da wo der FC Chelsea einfach zu überlegen ist. Und jetzt natürlich hinten komplett offen beim FC Liverpool. Deswegen wird er jetzt auch sehr, sehr anfällig für den Angriff. Jetzt wieder die Chance. Muniain muss jetzt hinten auch mithelfen. Und jetzt die Chance wird geblockt. Und dann wieder der FC Chelsea drüber. Hazard, Schuss wird geblockt. Jetzt Muniain mit dem Befreiungsschlag. Jawohl, findet er. Jawohl, er findet Ricky Lambert. Jetzt Ricky Lambert, wohin? Bleibt am Ball und holt den Freistoß raus. So. 67. Minute, den FC Liverpool-Spielern geht so langsam ein bisschen die Zeit aus. Wenn sie hier wirklich noch was mitnehmen wollen, dann brauchen sie jetzt langsam den Ausgleich. So, Salah geht. André Schürrle kommt. So, Schürrle ist ein richtig schneller Spieler. Jetzt Balotelli. Balotelli. Oh, will den Ball direkt durchspielen. Hat mit dem Überraschungsmoment vielleicht gerechnet, aber der war nicht gegeben. Jetzt kommt Eden Hazard. Weiter geht's zu Cesc Fabregas. Liverpool ist jetzt natürlich hinten offen und oh, Sakko. Sakko gerade noch so dazwischen. Da hat es wieder sehr gebrannt und jetzt Dani Sturridge. Nix hält jetzt hier irgendeinen Liverpool-Spieler mal hinten. Ricky Lambert. Ricky Lambert am Ball. Ricky Lambert. Und dann kriegt er wieder den Freistoß. Dann, ja, ich würde sagen, hätte er sogar beide laufen lassen können. Ich wollte gerade weiterspielen zu Balotelli, aber wieder Freistoß. 30 Meter, das ist zu weit für eine direkte Version. 30 Meter treiben wir mit denen ja zu, so jetzt Balotelli, Dani Sturridge kommt nicht hin. Das sind halt dann immer die Szenen, die was uns die Zeit kosten und ja, die was uns wahrscheinlich auch die Meisterschaft kosten. Im Großen und Ganzen hat es vielleicht der FC Chelsea tatsächlich verdient. Und jetzt gibt es immer die Riesenchance, da ist Schürrle nochmal mit vorne, Schürrle mit der wunderschönen Flanke, Hazard ist komplett frei, Eden Hazard, Leno Glanz und das war's. Das war's. Cesc Fabregas. Der FC Liverpool hat alles probiert, aber auch die Meisterschaft können sie nicht gewinnen. Der FC Chelsea London wird mit diesem Tor wahrscheinlich englischer Meister. Leno glanzvoll, aber dann ist Cesc Fabregas da komplett frei. Ja, Liverpool hat alles aufgemacht, denn sie wollten den Ausgleich, sie haben gedrückt, aber es war die Ratlosigkeit war da und deswegen... Das 2:0 nun vom FC Chelsea. Cesc Fabregas nützt es eiskalt aus. Was soll man sagen? Wir haben es probiert. Wir waren echt gut in dieser Saison. Aber der FC Chelsea war auch, man muss sagen, von diesen fast 90% von den Spieltagen auf Platz 1. Mei, ist verdient. Ist wirklich verdient. Was macht Balotelli? Da vergisst du den Ball nicht. Jetzt ist natürlich die Motivation der Glaube beim FC Liverpool gebrannt. Sie waren echt dran. Sie haben alles probiert, aber gegen den FC Chelsea, gegen dieses Star-Ensemble, ist einfach nichts zu machen. Das ist einfach klar, weil es mit diesen Spielern Hazard, das ist halt brutal. Natürlich, wir haben Balotelli, unseren Top-Tweak, aber trotzdem, das ist schwer. So heißt Balotelli. Komm schon, Balo. Ah, dann ist es jetzt so defensiv natürlich, da ist eh kein Durchkommen mehr. Jetzt Adam Lallana, komm schon, Lallana, das ist... Die nehmen die einfach so einfach den Ball ab, das ist der Wahnsinn, ja. Der FC Chelsea wird damit verdient, englischer Meister. Kann nichts anderes sagen. Die Bälle gehen nicht mehr durch beim FC Liverpool und Chelsea bekommt jetzt die nächste Chance zum Corner über Edison Cavani. Wird aber von den Beinen geholt, aber Spiel läuft weiter. Jetzt Dani Sturridge. Ja, da geht's zu Ricky Lambert. Ricky Lambert zu vorne wieder Balotelli. Balotelli, komm schon und dann rutscht er weg.
Dann rutscht er mal wieder weg, ja. Und jetzt Dani Sturridge. Liverpool kommt nochmal über Johnson. Johnson, der Ball geht mit, aber da stehen alle Mann jetzt hinten drin beim FC Chelsea. Die wissen, die können sie jetzt zum Sieg hinmauern. Und der FC Liverpool, ja. Der zweite Platz, den heißt es noch irgendwie zu sichern. Aber da haben wir ja zum Glück doch ein bisschen Vorsprung gegen Konkurrenz. Jetzt mit Balotelli, komm schon, Balotelli, Balotelli bitte. Aber das ist nicht machbar. Nee, das sollte einfach in dieser Saison leider nicht sein. Jetzt Munir, komm schon. Aber Cech, auch er heute mit Glanzparaden vom Feinsten. Und jetzt nochmal der FC Chelsea über André Schürrle. Weiter geht's zu Oscar, Oscar zu Cavani. Cavani zu André Schürrle. Der spielt den Ball jetzt aus, nochmal Einwurf. Aber das wird's gewesen sein, ja. Der FC Chelsea London Fire, Cavani darf raus, Diego Costa darf rein. Weißt du, sind ja auch zwei Stürmer, von denen kann ich beim FC Liverpool nur träumen. Jetzt Adam Lallana. Weiter geht's. Dani Sturridge. Sturridge. Lallana haben wir mitgelaufen. Sturridge müssen wir nochmal alleine probieren. Sturridge. Da ist kein Durchkommen. Wo soll die hinspielen? Wo soll die hinspielen? Da ist einfach kein Durchkommen. Jetzt mal die Chance für Oscar. Sakho holt sie nochmal. Sakho macht heute echt ein gutes Spiel. Dem mache ich keinen Vorwurf. Und jetzt Ricky Lemmer. Der wohin? Einfach mal hoch vorne rein. Da ist Dani Sturridge. Komm nicht ran. So, Spiel ist aus. FC Chelsea ist englischer Meister. Der FC Chelsea ist neuer englischer Meister. Schade. Wir haben es leider nicht gepackt in dieser Saison. Auf Legende muss man überlegen gegen die FC Chelsea. Das ist schon eine harte Nuss. Wir sind weit gekommen. Hey, wir sind Zweiter geworden. Oder wir haben doch die Chance, Zweiter zu werden. Wir sind auf gutem Weg dahin. Ja, der FC Chelsea darf die Meisterschaft feiern. Den Pokal gibt es natürlich erst am Ende. Ja. Es lief einfach heute nicht. Dann gegen so eine Top-Mannschaft ist es auch keine Schande zu verlieren. So, was Manchester United gewinnt, das heißt, wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Zuerst simulieren wir vor und dann geben wir Pressekonferenz ab. Einen Pokal will ich wenigstens mitnehmen und den holen wir hoffentlich beim nächsten Mal. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle der Barclays Premier League. Ja, da sieht es mal dann so aus. Wir haben noch zwei Spiele. Der FC Chelsea ist damit offiziell englischer Meister. 8 Punkte vor uns. Wir können nicht mehr einholen. Wir haben die 4. Niederlage kassiert, das ist natürlich auch schon. Ja, eigentlich beeindruckend. 4 Niederlagen in der ganzen Saison ist sehr stark, aber die unentschiedene Anzahl mit 14, die ist halt echt brutal hoch. Ja, wir sind 3 Punkte vor Manchester United. Den Vorsprung sollten wir eigentlich halten können. Manchester City könnte aber, oh, die könnten nur ziemlich rankommen. Also Man City sehe ich eigentlich als unsere größte Gefahr. Weil die sind ein Spiel weniger, nur 4 Punkte hin. Und das heißt, sie können bis auf einen Punkt rankommen. Also Platz 2 ist auf jeden Fall auch noch in Gefahr. Wir müssen auf jeden Fall die nächsten Spiele gewinnen. Ja, es sind noch 3 Spiele. Manchester City, dann Crystal Palace und Stoke City. Und beim nächsten Mal wollen wir den Pokal gegen Manchester City. Und wir haben noch kein einziges Mal den Pokal geholt in dieser. Wir sind nicht englischer Meister geworden. Wir haben nicht den Kapitel 1 Cup geholt. Wir sind nicht im Finale der Champions League. Zumindest den FA Cup, den will ich holen. Da werde ich alles dafür tun. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diesmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.